Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video zum Thema Stochastik. Ich wurde von einigen Schülern gebeten, das aufzunehmen und da machen wir mal eine kurze Abhandlung über Hypothesentests. Wer sehr aufmerksam im Unterricht war, der weiß, was Sache ist. Ansonsten gehe ich nochmal kurz darüber hinweg, was eigentlich die Fragestellung ist. Wenn ich über einen Hypothesentest rede, dann geht es darum, eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsgröße zu testen, eine Überprüfung zu machen, ob etwas gilt oder nicht gilt. Und hier gibt es im Wesentlichen für die Schule zwei relevante Punkte. Das ist einmal der Alternativtest und der Signifikanztest. Beim Alternativtest, wie der Name schon sagt, gibt es zwei Alternativen. Ich weiß also, es gibt entweder die Wahrscheinlichkeit P1 gleich, sagen wir mal, 0,1. Oder es gilt die andere Wahrscheinlichkeit B2 gleich 0,3. Und ich muss mich zwischen einer dieser beiden Alternativen entscheiden. Es gibt keine anderen Möglichkeiten, es gibt keine Varianten oder sonst welche Dinge. Es gibt nur diese zwei Alternativen und ich muss mich zwischen einer der beiden entscheiden. Und es geht dann um die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich falsch entscheide unter gewissen Bedingungen? Auf diesen Teil gehe ich gleich nochmal genauer ein, natürlich. Ich denke, ich mache den Signifikanztest in der zweiten Video. Beim Signifikanztest geht es darum, ich habe eine einzige Wahrscheinlichkeit. Meine Wahrscheinlichkeit ist zum Beispiel 0,2 und ich möchte wissen, ob sie zutreffend ist oder nicht. Und dann gibt es einen beidseitigen, es gibt einen einseitigen Signifikanztest, da gehe ich dann nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Auf jeden Fall geht es nur darum, zu überprüfen, ist diese Wahrscheinlichkeit korrekt oder nicht. Es geht dann, wenn sie nicht korrekt ist, nicht um die Frage, ist diese Wahrscheinlichkeit, also wie falsch ist sie zum Beispiel. Das ist keine Fragestellung. Es geht nicht darum, irgendeine Alternative zu finden oder sonst etwas. Es geht nur um die Frage, ist das die richtige Wahrscheinlichkeit oder nicht. So, ich mache hier mal sauber und dann reden wir über den Alternativtest. Wie immer werde ich ein bisschen improvisieren. Ich habe mir die Aufgabe 7 aus dem Bigalke-Köhler-Leistungskursbuch auf Seite 728 ausgesucht. Da geht es um einen Fliesenleger und der Fliesenleger glaubt, dass ihm irrtümlich Kacheln zweiter Wahl oder dritter Wahl sogar angedreht wurden. Die Kacheln dritter Wahl haben einen Ausschuss von 30%. Demgegenüber stehen die Kacheln erster Wahl, das ist dann die zweite. Also was man jetzt als 0 oder als 1 Hypothese sieht, also alternative Hypothese, kann man sich darüber streiten. Eigentlich wollte er Kacheln erster Wahl, die haben dann eine Ausschusswahrscheinlichkeit von 10%. Mit anderen Worten, es geht um die Unterscheidung, ist tatsächlich die echte Wahrscheinlichkeit 10% oder 30%. Und ich muss mich jetzt fragen, wie kriege ich das raus? In der Aufgabe ist außerdem noch gegeben, dass ein Test gemacht wird auf insgesamt 50 Kacheln. Das heißt, ich weiß, mein N, meine Stichprobe, umfasst 50 Kacheln aus einem Paket oder wie auch immer, das der Fliesenleger bekommen hat. Und ich soll jetzt überlegen, gilt P0 oder gilt P1? Beziehungsweise, was ich eigentlich wissen möchte, ist, wo muss ich die Grenze festlegen? Um ein Beispiel zu nennen. Angenommen, wir nehmen als Hypothese, also als, wie heißt es denn nochmal, Entscheidungsregel für H1, also für die Hypothese, dass tatsächlich 30% Ausschuss sind, würden wir sagen, wir glauben, dass es 30% Ausschuss sind, wenn wir einen Wert x größer gleich 15 hätten. Warum komme ich auf 15? 30% von 50 sind 15. Das ist die ganz einfache Idee dabei. Das ist natürlich jetzt keine besonders gute Regel, da kommen wir dann gleich drauf. Aber ich könnte die Entscheidungsregel so festlegen. Wenn H1, also meine Hypothese, dass das hier gilt, wenn ich die festlege, also die Entscheidung für diese Hypothese festlege auf, ich finde 15 Ausschuss in meinen 50 Stichprobe, dann kann ich daraus einen gewissen Fehler ableiten. Und das wäre dann der Fehler erster Art. Warum ist das jetzt ein Fehler? Also, ja, scheiße, jetzt habe ich ein bisschen verkackt, ne? Entschuldigung, also nochmal langsam. Was sich hier für eine Frage stellt, ist: Es könnte ja sein, dass ich mich dafür entscheide, H1 zu akzeptieren, weil ich mehr als 15 finde, obwohl es gar nicht gilt.
Und das wäre der sogenannte Fehler erster Art. Das ist das Entscheiden für die Alternativhypothese, obwohl die eigentliche Aussage, nämlich 10%, stimmt. Diesen Fehler kann ich berechnen. Da muss ich gerade noch mal ein bisschen genauer ins Buch gucken, weil ich solche Dinge nicht auswendig weiß. Okay, also die Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art geht ja aus der Wahrscheinlichkeit, dass eigentlich die H0-Hypothese richtig ist. Das heißt, wir reden über ein P gleich 0,1. Unser N ist weiterhin 50, das ist unsere Stichprobe. Und außerdem reden wir darüber, dass wir die Wahrscheinlichkeit suchen, dass x größer gleich 15 ist. Da haben wir jetzt ein Problem. Das können wir so nicht ablesen. Wir müssen das umstellen. Das heißt, wir behalten den Teil, das ist egal, 0,1, n gleich 50. Und das müssen wir umdrehen. Das ist dann also die Gegenwahrscheinlichkeit, 1 minus die Wahrscheinlichkeit für x kleiner gleich, da fehlt auch ein p, kleiner gleich 14. Das kann ich dann umsetzen in etwas, was ich in der Tabelle finde, unter der kumulierten Wahrscheinlichkeitsverteilung für n gleich 50, 0,1, 14. Und das ist, achso, 1 minus, Entschuldigung, ich habe das 1 minus hier. Ne? Das 1 minus fehlt natürlich. Augenblick, ich mach da mal ein bisschen sauber. 1 minus der Kram. Und das ist in dem Fall 0,0001. Heißt, wenn ich die Entscheidungsregel so festlege, dass es nur bei x größer gleich 15, ich annehme, dass es eine Ausschussware ist, dann führt das dazu, dass ich nur bei 0,001%, also so gut wie nie, den Fehler erster Art mache. Ich werde so gut wie nie gute Kacheln für schlechte halten. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, ich schiebe das mal ein bisschen zusammen und nach oben. Ist nicht aus dem Bild. Und der andere Teil ist jetzt. So, einmal kurz. So, einmal löschen. Dann. Der andere Teil wäre das hier. Wenn ich die Regel festlege, dass ich H1 akzeptiere, wenn das größer gleich 15 ist, dann folgt daraus natürlich, dass ich H0 für x kleiner gleich 14 akzeptiere. Und auch das können wir jetzt nachgucken. Das ist jetzt ein Fehler zweiter Art. Der Fehler zweiter Art heißt nichts anderes als, ich entscheide mich für diese Hypothese, obwohl sie nicht gilt, obwohl in Wirklichkeit diese Wahrscheinlichkeit gilt. Und das ist jetzt ganz einfach, ist im Grunde genauso wie vorher auch. Das heißt, als Wahrscheinlichkeit haben wir jetzt diese Wahrscheinlichkeit, denn in Wirklichkeit gilt das für meine Theorie, also p von x kleiner gleich 14, das ist schon richtig, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,3. Sehr schlecht bei mir, Entschuldigung, ich bin das nicht gewohnt. Und immer noch n gleich 50, meine Stichprobe hat sich nicht geändert. Das kann ich auch wieder nachgucken. Ich hätte die Seite auflassen sollen. Ich gucke hinten in der Tabelle. Die kriegt ihr ja auch immer alle mitgeliefert. Und dann sehe ich für 14 eine Wahrscheinlichkeit von. Also ich gucke nach bei F50 0,314. Ja? Und siehe da, die Wahrscheinlichkeit ist 0,4468. Bedeutet, ich habe eine etwa 44, fast 45-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Fehler mache. Es wird also sehr häufig vorkommen, dass ich, obwohl die Kacheln schlecht sind, das ist, ich mache das Ganze mal ein bisschen bunter und mache das Ganze mal ein bisschen so vielleicht. Ist das schön groß? So, also obwohl das hier. Zurück. So. Obwohl das hier gilt, denke ich, dass das hier wahr ist. Das ist der Fehler zweiter Art. Und das passiert mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit. Das ist natürlich scheiße. Und genau das ist auch die Aufgabenstellung, das zu verhindern. In der Aufgabe steht ja jetzt, wie muss die Entscheidungsregel lauten? Also wo muss ich. Ich nehme mal eine andere Farbe. Wo muss ich diese Grenze hier festlegen, damit der
Fehler, dass eine Packung dritter Wahl als erste Wahl eingestuft wird, unter 10% liegt. Das ist ja jetzt hier genau der Fehler. Ich habe eine Packung dritter Wahl eingestuft als erste Wahl. Und der sollte unter 10% liegen. Das habe ich nicht nur nicht erreicht, das habe ich voll verkackt. Was ich jetzt mache, ist, ich schaue in die Tabelle. Ich weiß ja jetzt schon, in welcher Zeile ich nachgucken muss, durch mein kleines Experiment hier. Ich gucke also in der Zeile. Augenblick, ich stelle eben ein. Lass mich das mal alles noch ein bisschen beiseite schieben hier. Zoom, 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 zoom. Klein machen, zur Seite packen. Okay. Und jetzt gucke ich für F. Ich wollte eigentlich wieder auf schwarz. Ach, ist egal. Komm, blau sieht hübsch aus. F 50. Das bleibt so. Jetzt geht es darum, dass ich fälschlicherweise dritte Wahl als erste einstufe. Das heißt, ich nehme die Wahrscheinlichkeit von der dritten Wahl, also 0,3. Und das will ich so wählen, dass diese Wahrscheinlichkeit kleiner, steht da echt kleiner? Unter 10%, also nicht nur keiner gleich, sondern echt kleiner als 10%, also 0,1 liegt. Und dann gucke ich mal kurz nach und dann sehe ich in dieser Tabelle, dass ich für 10... Also für x kleiner gleich 10 würde ich den Wert erhalten 0,0789, also 7,89%. Wenn ich hier den nächst schlechteren Wert sozusagen, nämlich 11 nehme, dadurch erhöht sich ja die Wahrscheinlichkeit, dann erhalte ich hier 13, also 0,1390 entspricht 13,9%. Das ist zu viel. Die Aufgabe sagte, ich soll die Entscheidung so treffen, dass ich unter 10% liege für diesen Fehler. Das ist dann der Fehler zweiter Art. Und den habe ich jetzt also mit einer Entscheidungsregel von x kleiner gleich 10 für die Hypothese H0 auf unter 10% gedrückt. Das ist genau die Aufgabenstellung gewesen, alles nachzulesen im Buch. Jetzt wird es oft, also das ist ja natürlich jetzt eine sehr einfache Aufgabe eigentlich. Ich meine, ich habe den ganzen Klaravatsch hier, den habe ich ja nur gemacht, um nochmal klarzumachen, wo ich was finde. Im Wesentlichen geht es in solchen Aufgaben immer darum, gucke in der Tabelle an die richtige Stelle. Die Aufgabe würde meistens weitergehen. In der Regel ist dann so eine Frage, wie groß ist dann der Fehler erster Art? Dann müsste man halt in der gleichen Tabelle nochmal gucken, müsste nochmal umdrehen. Ne? Also immer dran denken, dass man die Tabelle richtig liest. Bedeutet, wenn ich also ein größer gleich habe, muss ich jetzt zu einem kleiner gleich umstellen und dadurch erhöht ist dann der K-Wert gemeint. Solche Dinge sollte man immer, muss man immer mit dran denken, sonst kriegt man nämlich keine vernünftigen Ergebnisse. Auch dran denken, da steht unter den Tabellen nochmal drunter, dass für P größer, ich weiß nicht, größer gleich, bin ich nicht sicher, auf jeden Fall, wenn es mehr als 0,5 ist, größer gleich weiß ich nicht genau, dann muss man auch umdrehen zu 1 minus P sozusagen. Also ihr müsst dann ein 1 minus davor setzen und die Gegenwahrscheinlichkeit nehmen. Ja, was auch noch passieren kann, ist, dass ihr N rausfinden sollt. Das gibt's auch. Wie groß muss die Stichprobe sein, um irgendwas Bestimmtes zu hinzukriegen? Je größer eine Stichprobe ist, umso kleiner werden die Prozentwerte, die Fehler. Logisch, je mehr ich teste, umso sicherer bin ich mit meinem Ergebnis. Solche Aufgaben muss man auch nochmal rechnen. Im Wesentlichen geht es aber immer darum, die Aufgabenstellung so einzusetzen in das Schema. Was ist Hypothese 1, was ist Hypothese 2, was ist dann mein F, ja? Dass ich am Ende die Fragestellung beantworten kann. Also in dem Fall muss ich, das ist bekannt, das ist bekannt, dann muss ich nur noch rausfinden, was ist das X, also eine kleine, ne, wo ist die Entscheidungsregel. Das ist der Hauptteil dieser Aufgaben. Wovor viele von euch immer Angst hatten, war, ja scheiße, was ist denn jetzt die erste Art, was ist denn jetzt die zweite Art? Hätte ich hier am Anfang das ganz ein bisschen anders gemacht, also hätte ich jetzt, machen wir mein Radio ein bisschen kleiner, geht schon. Also nehmen wir das mal raus und das mal raus und machen das genau andersrum. Angenommen, ich nenne das hier Hypothese 0 und das hier Hypothese 1, das ist alles schön und gut, ändert überhaupt nichts an der Sache. Dann ist das hier nicht mehr der Fehler zweiter Art, sondern der Fehler erster Art. Aber das ist egal. Es ist trotzdem
der Fehler, den ich berechnen muss. Wenn in der Aufgabe steht, berechne den Fehler erster Art, dann ist in der Aufgabe normalerweise auch klar ersichtlich, das ist die Nullhypothese. Die Nullhypothese sollte klar sein, ist die mit der Null. Und daraus geht auch diese Nummer ganz klar hervor. Schaut euch am besten nochmal das kleine Tableau auf Seite, ich schreibe hier ziemlich viel Kram, ist egal, Seite 725 oben. Da kann man das nochmal gut sehen. Da steht auch nochmal drin, was ist erste, zweite Art. Das ist die Bezeichnung Alpha-Beta-Fehler. Das ist eigentlich alles nicht so schlimm. Also wenn das jetzt meine Schüler sehen, dann wisst ihr, oder kann ich euch sagen, Frau Betröwe wird an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemanden Punkte dafür abziehen, dass er die Benennung falsch rum macht, solange ihr die richtig macht. Also wenn ihr das hier als Nullhypothese bezeichnet, diesen Teil, das hier dann aber als Fehler zweiter Art kennzeichnet, dann ist das falsch. Ihr müsst schon ne, konsequent bleiben. Aber wenn ihr die Bezeichnung am Anfang nur andersrum macht, das eine als Alternative und das andere als Ursprungshypothese annimmt, das ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr das konsequent richtig, also gleichmäßig durchzieht, werdet ihr volle Punktzahl bekommen. Ja, das soll es erstmal für den Alternativtest gewesen sein. Ich hoffe, es bleiben nicht zu viele Fragen übrig. Ich mache dann noch ein zweites Video, das lade ich dann auch noch hoch zum Signifikanztest, aber ich denke mal, das ist jetzt schon mal ein bisschen flashy. Vielleicht könnt ihr das alles nachvollziehen. Wenn Fragen bleiben, am besten nochmal in die Kommentare schreiben oder so. Und ansonsten, danke fürs Zuhören.